Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Heute geht es um diesen Stuhl hier. Und zwar möchte ich mir von diesem Stuhl die Beine, also dieses untere Teil hier, exakt genau so wie es ist, nachbauen. Und warum will ich das? Naja, ganz einfach. Als die Stühle bestellt worden sind, gab es bei zwei der Stühle oben einen kleinen Fehler an dieser Schale. Und der ist reklamiert worden und dann wurden zwei neue Schalen geschickt, aber keine Beine dazu. Das heißt, es gibt jetzt zwei Schalen, die einen kleinen Fehler haben, aber ja grundsätzlich noch gut sind. Und jetzt bräuchte man dazu halt einfach neue Beine. Und deswegen brauche ich jetzt zweimal genau diese Beine. Und die baue ich mir heute nach. Und wie machen wir das? Naja, also ich habe hier in dem Fall zwei Buche-Treppenstufen. Eine steht noch da. Das heißt, es ist richtig schönes, glattes Buchenholz. Ja, und der Plan ist, dass ich jetzt exakt dieses Ding hier da raus kopiere, dass es am Ende genauso ausschaut, wie es jetzt da steht. Ich bin gespannt, ob das klappt. Was ich zuerst mache, ist, ich muss mir jetzt erstmal diese Buchenstufen grundsätzlich hier schön abrichten. Ihr seht schon, da ist es nämlich noch sehr, sehr unsauber. Die richte ich mir jetzt einmal ab und mache sie mir mal auf dieselbe Dicke, wie hier das Holz ist. Das hat fast ganz gut geklappt, bis auf das, dass ich gesehen habe, dass da wohl irgendwo noch eine Schraube drin war, die ich jetzt einfach mit weggehobelt habe. Tut mir ein bisschen leid um meinen Hobel, aber es passiert halt. Bräuchte man vielleicht so einen Metalldetektor für solche Sachen. Naja. So, also, nächster Punkt. Jetzt muss ich mir anzeichnen, wo ich genau diese Teile rausschneiden will. Ich nehme natürlich jetzt erst die schönsten Stellen und da zeichne ich mir das an. Und ich zeichne mir das so an, also man muss erstmal wissen, das ist hier an der Stelle hier noch einmal verleimt alles. Das heißt, das sind drei Einzelteile und genau so werde ich das auch machen. Und diese drei Einzelteile, die zeichne ich mir jetzt an und ich brauche die ja viermal. Also ich brauche das Teil, also ich habe zwei Schalen noch, also muss ich es oft machen. So, wichtig, dass es jetzt nur erst grob sein muss. Das muss jetzt noch nicht das endgültige Maß sein, weil ich werde es danach ohnehin mit einem Bündigfräser einfach nochmal abfahren. Aber wir zeichnen uns jetzt mal an und dann kann ich das nämlich alles prima mit der Bandsäge voraussägen schon mal. Beim Aussägen ist es halt wichtig, dass man sich noch genug Futter lässt. Also ich säge jetzt so ungefähr einen halben Zentimeter neben meinen Strichen, weil wenn ich dann mit einem Bündigfräser drüber gehe, brauche ich natürlich noch ein bisschen was ich wegfräsen kann. Und lieber ein bisschen was wegfräsen, als jetzt zu viel sägen. Also ihr wisst schon, was ich meine. So, und als nächstes fräse ich mir jetzt die Sachen genau so, wie sie halt im Original sind. Und womit machen wir das? Mit einem Fräser mit Anlaufring. Das ganze Teil schaut so aus. Da haben wir hier oben die Schneiden und hier unten haben wir ein Kugellager. Und das Kugellager fährt dann am Original entlang und kopiert letztendlich das auf mein Werkstück, was ich halt im Original habe. Das Ding gibt es einmal mit Anlaufring unten und mit Anlaufring oben. Ich habe beide. Müssen wir mal schauen, welches das jetzt gerade besser passt. Aber damit macht das sowas. Und dann müssen wir natürlich dazu erstmal auf dem Original mein Teil hier fixieren. Und am einfachsten geht es sicherlich mit Doppelklebeband. Aber ich habe gerade kein Doppelklebeband da. Deswegen nehme ich jetzt ganz normales Papierklebeband. Machen wir da ein Stück drauf. Und zwar auf jede Seite.
Und dann nehme ich da einfach ein bisschen Sekundenkleber und klebe das damit fest. So, hält bombenfest, lässt sich aber danach trotzdem wieder schön entfernen. Aber damit kann ich jetzt erstmal arbeiten. Also, ich mache das jetzt auf jeden Fall an meinen Frästisch und ich habe den Fräser jetzt mit dem Anlaufring unten genommen und habe den sehr, sehr weit nach draußen gedreht. Und der Grund ist, dass wir ja an dem einen Teil außen eine Rundung dran haben. Ich hoffe, man sieht es irgendwie. Und da muss ich natürlich gucken, dass ich genau mit dem Anlaufring an die Außenkante dieser Rundung komme. Und das klappt halt jetzt genau so, wie ich es jetzt habe. Ich werde natürlich das jetzt nicht in einem Zug fräsen können. Das schaffe ich einfach nicht, weil der Fräser nicht lang genug ist. Aber ich mache es halt aber ein paar Mal und irgendwie wird es schon klappen. Ich habe mich dann doch entschieden, dass ich das erstmal ganz normal per Hand mache und nicht am Frästisch, weil am Frästisch habe ich das Gefühl gehabt, dass es mir das Zeug gleich aus der Hand reißt und bin dann danach, wie ich die erste Schicht hatte, dann bin ich wieder am Frästisch. Sollt euch irgendjemand auf YouTube mal erzählen, das geht ganz einfach, macht's doch einfach nach, probiert's doch einfach. Nein, es geht nicht einfach, das ist alles scheiße. Ich habe jetzt gerade, ein Teil liegt da hinten in der Ecke, weil ich es da hingeschmissen habe. Eins habe ich jetzt gerade vor Wut immerzu auf den Tisch gehauen, weil ich einfach gerade fast geplatzt bin. Ich glaube, dass ich jetzt mal Pause machen muss, weil das ist jetzt kein guter Moment, um weiter an Fräse und so weiter zu arbeiten. Was ist passiert? Naja, als erstes mal das mit diesen Anlaufringfräsen, das funktioniert natürlich, aber es ist nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also erstens, zu viel Material, wenn du noch stehen hast, dann ist Kacke. Zweitens ist natürlich, ich kann ja das Ding nicht auseinandernehmen. Das heißt, ich habe hier ein Stück und muss mir die restlichen Dinger irgendwie zusammen machen. Habe ich mal jetzt geschliffen und gehobelt und was weiß ich noch alles. War auf jeden Fall ein ganz schöner Aufwand. Aber was auch immer. Aber das hat mich alles noch nicht, das war einfach nur viel Arbeit. Viel Arbeit ist ja noch nicht das Problem. Was aber das Problem ist, diese Treppenstufen, also das waren ja alte Treppenstufen aus Buche, die ich da hatte. Und ich weiß nicht, ob es an denen liegt oder ob es an mir liegt oder an meinen stumpfen Fräser oder was auch immer. Auf jeden Fall zerreißt diese Treppenstufen, dieses Holz zerreißt es einfach beim Fräsen. Das schaut dann ungefähr so aus. Moment, sieht man es? Ah ja, man sieht es. Also das heißt, man gibt sich viel Mühe. Man tut alles schön aussägen, man hat das erste Ding gefräst und dann langt man mit dem Ding ein bisschen ran und es macht pfff und du fräst alles und du hast eigentlich das ganze Ding versaut und kannst es nochmal machen. Sehr geil. Gott sei Dank habe ich noch ein bisschen was vor dem Holz, aber ich kann heute nicht weitermachen. Kennt ihr solche Momente, wo ihr einfach sagt, ich kann jetzt nicht weitermachen, ich muss jetzt aufhören, weil ansonsten explodiere ich hier. Ich bin jetzt gerade so weit. Ich lasse jetzt hier alles liegen und stehen, wie es ist und versuche das morgen nochmal in aller Ruhe. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich die Scheiße an die Wand. Ja. Oh Leute, ich kann es euch sagen, ey, neuer Tag, neues Glück. Ich habe heute schon wieder rund 3 Stunden oder 2,5 Stunden gemacht und gearbeitet und gefräst und ich habe es nicht aufgenommen, weil ich einfach meine Ruhe dazu gebraucht habe, aber ich habe jetzt die ganzen Einzelteile zumindest
Zumindest so weit, dass ich sage, okay, das passt jetzt einigermaßen. Was ich noch machen muss, ist, ich fräse mir dann jetzt hier an die Beine noch die Rundung daran. Das ist aber, da muss ich es einfach nur durch den Fräser einmal durchziehen. Und jetzt geht's los, dass ich die Löcher da reinmache, um dann die Sitzschale zu befestigen. Das messe ich mal einfach aus und schraub's und bohre dann die Löcher einfach rein. Ich will euch aber jetzt gerade einfach kurz sagen, was ist jetzt eigentlich schiefgegangen, woran lag es, dass das so schlecht lief. Ich habe schon so meine Vermutung, woran es lag. Einmal war es, dass wahrscheinlich wirklich meine Fräser mittlerweile einfach stumpf sind. Ich habe die Fräser jetzt seit so langer Zeit, ich benutze die ja jetzt nicht jeden Tag, aber irgendwann werden die halt einfach stumpfer und stumpfer. Und ich hatte schon mal so eine Diamantplatte und habe es damit ein bisschen versucht, scharf zu machen. Aber es ist halt nicht dasselbe, wie wenn du einen neuen, frischen Fräser hast. Vielleicht sollte ich mir da einfach mal ein paar neue Fräser besorgen, die dann wieder richtig laufen. Und das ist, glaube ich, das viel Schlimmere gewesen, irgendwann habe ich wahrscheinlich mal die Drehzahl meiner Fräse runtergeschraubt und ich hatte die jetzt einfach vergessen, wieder hochzuschrauben. Und wenn die Fräse nicht richtig schnell läuft und du kommst dann an dieses Hirnholz hier ran, dann macht's, dann reißt sie das Ding weg und spreiselt hier alles aus. Also ich habe jetzt viele Teile ein paar Mal machen müssen. Ja, ist halt so. Aber das ist halt das Problem. Wenn du das nicht jeden Tag machst, ja, dann ist es halt nicht so einfach, man ist nicht so routiniert und vor allem, es wird auch gefährlich. Weil wenn dir so ein Ding durch die Gegend fliegt, dann ist es gefährlich. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe ja viel mit meinen Schiebestöcken, also immer wenn es Richtung Fräser ging, habe ich mit diesen Teilen, die ich mal irgendwann mal gebaut habe, ich weiß gar nicht, ob es da ein Video dazu gibt. Wenn ja, verlinke ich es euch. Aber es ist ja nichts Spezielles, nichts Besonderes. Aber mit den Teilen hier habe ich das festgehalten. Und da bin ich echt froh drüber. Weil jetzt, ihr braucht euch ja bloß mal überlegen. Du fräst hier mit der Stirnseite und du fräst es so rum. Du musst ja irgendwie halten. Und plötzlich reißt das Ding weg. Und dann ist das Risiko halt echt groß, dass du mit der Hand da irgendwie in den Fräser reinlangst. Und mit der Hand in den Fräser reinlangen ist, glaube ich, nicht ganz witzig. Deswegen, also ich mag das schon sehr gerne. So, ich mache mal jetzt meine Löcher. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen vor mich hin filmen und gar nicht viel dazu sagen. Aber ich versuche alles zumindest zu dokumentieren, sodass ihr es euch anschauen könnt. The road ahead, twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last. My feet tread down this beaten path and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up.
gab einen wirklich, wirklich, wirklich guten Tipp ganz zum Schluss. Für alle, die vorhaben, sowas zu machen, also irgendwie sich selber so ein Gestell zu bauen, weil irgendwas an irgendwas kaputt gegangen ist oder was weiß ich. Also der große, große Tipp ist, macht's nicht. Macht's nicht. Es war einfach ein Katastrophenprojekt. Warum war es ein Katastrophenprojekt? Weil alles schief ging, was ich mir hätte vorstellen können, dass schief gehen kann. Und weil es einfach unfassbar viel mehr Arbeit war, als ich mir das träumen lassen habe. Deswegen, ich weiß nicht. Naja, also, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Ich habe die anderen zwei Sitzschalen jetzt nicht da, aber ihr seht schon, das schaut alles ziemlich gleich aus. Also, ich habe es hingebracht, dass es funktioniert. Und es ist auch einigermaßen stabil. Das ist jetzt nicht stabil, weil es da unten reinfällt. Aber das ist auch das Original. Also, das ist hier schon nachgebautes, was ich jetzt da drunter habe. Das ist das Original, das ist auch nachgebautes. Es ist mir schon fast ein wenig peinlich, das Video hochzuladen. Aber gut, es muss raus. Ich habe es ja jetzt aufgenommen. Also, ihr kriegt jetzt einfach aufs Brot geschmiert. Ja, ich hoffe, dass das nächste Video besser wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Holzbastler.